Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations mit dem Bosskampf. Dem Bosskampf. Ich weiß gar nicht mehr, wie der abläuft, aber ich weiß, dass hier eben erst noch eine kleine Sequenz kommt. Sieh dich genau an, Sonic! Dr. Eggman! Das ist das Letzte, was du siehst, ehe ich deine Augen für immer schließe! Hä? Noch ein Sonic? Was? Moment mal! Ja, das ist Pech. Das wird von uns für uns heißen, dass wir mit dem Kleinen spielen müssen, nehme ich mal an. Dr. Egg Robot. Das ist unser Gegner. Frag mich doch, wenn du kannst. Oder wahrscheinlich werden wir es wieder in beiden Szenarien machen müssen. So, und jetzt kann ich, glaube ich, den Arm. Verdammt. Aua. Ich weiß nicht mehr, wie der Kampf hier abläuft, was ich tun muss. Aha, ja, genau, so geht das. Warten, bis er springt. Also sein Arm ausweichen. Den kann ich leider nichts anhaben. Dann warten, bis er springt und dann unten durch. Genau. Und dann BAM! In your Arsch! Ach genau, und jetzt wechselt es in 3D. Oh yeah, das muss ich. Du kennst doch die Schalter in der Luft aufschießen, wenn du sie betätigst. Versuche seine Angriffe doch aufzulenken. Ja. Was ist... Ah, verdammte Scheiße. Okay, gut. Hab die richtige Taste gedrückt. Weil wie gesagt, bei mir steht 1, 2, 3, 4 auf den Tasten. Deshalb... Das war fair. Ja, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich muss die Bombe ja wahrscheinlich erst wieder hier. Fuck! Der soll mich mal kurz in Ruhe lassen, dass ich mich hier sammeln kann. Wie, ich sterbe hier noch. Also, jetzt aber, komm los. Wird knapp. Okay, da war ich zu langsam. Ich darf da nicht runterfallen. Nein, Mann! Ja, immerhin kommen die Bomben hier immer wieder. Und A drücken. An sich hat er 3 Leben verloren. Ganz oft sind Bossgegner ja bei 3 Leben kaputt. Mal sehen, wie es bei ihm hier ist. Aber es sieht so aus, als ob zumindest etwas passiert. Ja,
Das sieht doch gut aus. Weiter. Okay, ich habe das gerade nicht übersprungen. Das war da wirklich, glaube ich, rum. Zumindest wäre es sonst keine Absicht von mir gewesen. Unfassbar, es gibt mich zweimal. Der Kleine kann gar nicht reden. Ich kann das erklären. Ja, ich auch. Zwei von uns? Orte und Feinde aus unserer Vergangenheit? Wir reisen durch Raum und Zeit. Wie ist das passiert? Das hängt vermutlich mit diesem riesigen Ding zusammen, das Eggman entführt hat. Das klingt wie dasselbe Ding, das eure Freunde entführt hat. Ich meine unsere Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Da ist es! Wo ist es hin? Wir müssen das Ding finden, und zwar schnell. Und somit wird uns eine neue Aufgabe zuteil. Du kannst nun das nächste Gebiet betreten und erforschen. Bada boom. Du hast ein Chaos, Emerald. Es heißt, wenn man alle sieben sammelt, offenbart sich eine mysteriöse Kraft. Okay, es gibt also sieben davon. Ja, das ist die Frage. Das taut sich ja hier schon langsam auf. Ist jetzt natürlich die Frage, machen wir es erst 2 oder erst 3D? Ist ja egal, das ist der Kleine. Also machen wir es erst in 2D. Los geht's. Ich hab grad hier Frame-Einbrüche, das war wohl eine Art. Wo ist denn X? Wo ist X? Wo ist X? Da ist X, ja. Ja, eine Art Polizeiroboter. Oder so etwas in der Art. Ah, nein, ich wollte noch nicht hoch. Ich will da nochmal runter. Gut, da war nämlich ein Leben für uns. Ich weiß gar nicht, ob die Leben des Kleinen extra, von dem des Großen zählen. Naja, ich glaube, das ist doch ziemlich bewusst. Denn, ja, keine Ahnung. Momentan ist es ja nicht so, dass wir sie sehr oft brauchen. Auch wenn, naja, immer wieder so Sachen kommen, wo man ja runterfallen kann. Und das sehe ich ja dann nicht so gerne. Aber ansonsten sind die Gegner ja meistens kein Problem. Ich hoffe, ich habe den Sound jetzt etwas leise gemacht. Ich weiß es leider nur nicht mehr sicher. Verdammt, hier kann ich wieder runterfallen. Ja, ich weiß es, wie gesagt, nicht sicher. Wenn nicht, dann ist es ziemlich beschissen. Ich muss da hochspringen mit dem roten Ring. Genau. Na toll! So nehme ich natürlich hier schon ein bisschen die Spannung aus dem Game raus. Eine Rakete. Ah, diese epischen Zwischensequenzen. Oh, und hier sieht's aus, als wären wir in einem Hotel. Naja, das Hotel wurde hier aber wohl irgendwie nicht ganz fertiggestellt. Oder warum sind hier so hässliche Aufzüge? Oh mein Gott, oh mein Gott! Was auch immer das hier gerade war. Das sah nicht gut aus. Ja. Da hätte ich jetzt in die Schaufel rein sollen. Wahrscheinlich. Tot.
Ja, toll. Wenn ich immer nicht weiß, wo sind die? Hä? Wo ist die B-Taste? Ich muss das mir echt mal eigentlich anschreiben hier. Auf dem Gamepad, das kann ja eigentlich so nicht sein. Ah, hier. Okay, das ist die, wo ich eigentlich immer aus Versehen drücke. Sehr interessant. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Da hatte ich gerade überlegt, wo ich die drücke. Oh, ein paar Ringe. Immer gut. Und dann hier schön hoch. Bäm! Ah, wieder episch mit diesem Hubschrauber. Wobei ich sagen muss, ich habe bei diesem Spiel jetzt immer öfters ein paar Frame Drops oder zumindest so ein paar Lags. Eher so. Das, ja, mein Gott. Finde ich nicht so toll. Vielleicht ist das Ganze, weil es einfach über Steam läuft. Ich weiß nicht, habt ihr öfters Probleme mit Spielen, die über Steam laufen? Ich spiele nicht so oft Spiele, die über Steam laufen. Muss ich einfach mal so sagen. Deshalb weiß ich das nicht. Aber sehr detailgenau das Ganze hier. Wieder auf diese Plattform da oben. Jetzt habe ich gerade wirklich ein Standbild gehabt. Dummer. Wie auch immer, Polizeityp halt. So, da hoch und dann da hoch. So muss man es machen. Dann wieder runter. Das ist dann nicht, was man tun muss, aber. Okay, war etwas unnötig. Und was für einen Rang haben wir? Ja, B-Rang. Okay. Oh, ich habe mich gerade hier an meinem Kabel verwickelt. Jetzt ist die Frage, ich habe erst nach dem Bosskampf hier die Uhr gestellt, wie lange der Bosskampf gedauert hat. Entweder kriegt jetzt eigentlich kurz... ja, oh mein Gott, was mache ich hier? Einen sehr kurzen oder einen sehr langen Part? Falsche Taste. Er bekommt einen sehr langen. Oder vielleicht ist der dann nicht mehr sehr lang, aber einen längeren. So. Das war wieder B. Ich werde mich, glaube ich, nicht dran gewöhnen. Hä? Ach so, okay. Das ist praktisch ein kleines Tutorial. Was auch immer ich den brauchen werde. Ja, es geht wieder hier los. Ich wechsle wieder hier, weil ich wieder in Freilie bin, auf den Analogstick. Boom. Das geht einfach toller. Kann ich hier irgendwie so schnell switchen, dachte ich immer. Genau, ja, so kann ich scharf in die Kurven gehen. Wie denn diese Schaufel? Die Schaufel nimmt da sehr schön unseren Schwung und katapultiert uns weiter. Genial. Y. Stirb, du. Und jetzt kann ich hier... War das jetzt ein Lichtgeschwindigkeitssprint? Das weiß ich jetzt nicht. Oh mein Gott, was war das? Doch, fail. Ziemlich fail. Ja, hier würde ich schön auf den hier reingefallen. Auf meine Sprinterei. Sieht
Spiel gar nicht so nach der Geschwindigkeit aus. Hier wird es wieder gefährlich von dem Kopf. Und ich glaube ja tatsächlich, die Leben zählen zusammen. Wobei, ich habe es vorher nicht geguckt. Auf jeden Fall sieht der Sonic oben im Eck auch relativ verkackt. Relativ jung aus, deshalb hatte ich jetzt behauptet, dass es zusammenzählt, aber. Wieder ein paar Stats für ein extra Turbo-Aufladeteil. Und ja, hier kann ich Sonic etwas steuern. In der Luft. Falle ich hier gerade nicht runter, das war's auch. So ein bisschen Glück. Ja, und jetzt verfolgen uns die Teile. Episch hier die. Ich sag immer episch, aber das, ich lieb das Game einfach. Okay, das war glaube ich jetzt ziemlich knapp, aber. Ja, die Teile rasen uns einfach hinterher, landen nicht und ja, sterben auf dem Boden. Ihr Problem. Nicht unseres. Ja, da kann ich so einen. Wo bin ich? Wow. So einen seitlichen Schritt machen. Der. Ja, das habe ich, als ich das letzte Mal das gespielt habe, nicht gemacht und das. Das ist nicht sehr schön. Gut, ich muss kurz meinen Timer ausmachen. Stopp! Timer. Fortfahren. Nochmal hinunter und nochmal hinauf. Wow. Hat das mir. Ja, das hat mir gerade wieder ein Leben, muss ich jetzt sagen. Ich darf jetzt hier nicht absagen. Ah, hier ist die Kameraeinstellung etwas durcheinander. Toll, ich sehe gar nicht, wo ich hin muss. Jetzt falle ich runter, toll, weil ich nicht gesehen habe, wo ich hin muss. Asozial. War ich hier überhaupt schon? Ach ja. Diesmal war es mit richtiger Kameraeinstellung. Ist ja nett. Dass es das gibt und ich es nicht weiß. Wuhu! Sonic in Action. Sonic in Action, aber oh mein Gott! Sowas aber auch. Verdammte Scheiße, wie ich mich hier verspreche. Ja, ich wollte noch sagen, es ist relativ unrealistisch, wie hier die Straßen aufgebaut sind. Ja, aber es ist Sonic. Ja, bis zum nächsten Mal wieder bei Sonic Generation. Oh mein Gott, ich sag immer oh mein Gott, wenn ich mich verspreche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Das Ding müsste ja noch auftauen hier, deshalb nehme ich noch ganz kurz auf. Ich vergesse in letzter Zeit immer den Schluss. Ja, und da ist das kleine, fluschelige Viech, das uns die Anweisungen gibt. Also die Einführung. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wo sind wir? Ich habe meiner Mama gesagt, dass ich gleich wieder da bin. Das freut mich. Ja, gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal verabschiede ich mich richtig. Bis dann. Tschüss.